Hallo, es ist viel zu heiß. Und dann habe ich heute den Meerschweinchen noch eine Fliese jeden in den Stall gelegt zum Abkühlen. Und die Mini hier, die mag die voll. Also, die hat sie ja vorher immer in den Futternapf gesetzt. Und das hat mich eigentlich darauf gebracht, ich habe ja noch Fliesen und da lege ich den Meerschweinchen die Fliesen in den Stall zum Abkühlen. Sie bekommen ja auch das Gemüse im Wasserbad. Das nehmen sie auch sehr gern an. Also Gurke und Paprika lasse ich im Wasser, in der Wasserschale schwimmen, dass sie einfach genug Flüssigkeit jetzt bekommen, wenn es jetzt so warm ist. Die Mutti ist ja fix und fertig. Die legt sich hier daneben hin. Die Milchbar ist ja geschlossen seit ein paar Tagen. Das hat die Mutti ihr deutlich zu verstehen gegeben. Also sie hat sie herzhaft gezwickt, als sie trinken wollte. Also Milch gibt es nicht mehr und jetzt muss die Mini viel Flüssigkeit bekommen bei der Hitze. Die zwei werden auch am Wochenende umziehen wieder zu meiner Freundin. Die gehören mir ja nicht. Die Mini wird wahrscheinlich wieder zu ihren Geschwistern in den Kindergarten kommen. Und die Mutti soll ja wieder vergesellschaftet werden mit ihren zwei anderen Damen, die ihre Babys bekommen haben. Das war ja das Notmeerschweinchen, wo drei weibliche Meerschweinchen zur gleichen Zeit geschwängert worden sind von Leuten, die nicht viel Ahnung haben, sagen wir mal so, von der Meerschweinchenhaltung. Und die drei sind ja bei meiner Freundin gelandet als Notmeerschweinchen. So, also die zwei hier haben sich auch nicht mehr viel zu sagen. Also kuscheln tun sie eigentlich nicht mehr. Und Mini ist wieder gesund. Die war ja beim Tierarzt gewesen. Medizin hat super geholfen. Alles bestens. Nimmt zu, gedeiht. Und das sind so die Neuigkeiten für heute. Wir schwitzen und schwitzen und schwitzen. Und wie gesagt, am Wochenende ziehen die zwei bei mir wieder aus. Das soll es für heute gewesen sein mit den zwei Süßen hier. Und wir schwitzen noch ein bisschen weiter. Also bis dahin sage ich euch Tschüss.